Seit Tagen demonstriert China pompös, wie es das Land nach massiven Einschränkungen durch die Corona-Krise wieder hochfährt. Vor allem in Wuhan, dem Ausgangspunkt der Epidemie. Hier haben die Behörden gerade erst eine 10-wöchige Isolation beendet. Jetzt gibt China weitere Einblicke und zeigt einen der Orte, der für das Krisenmanagement des Landes steht. Die Propagandaabteilung der Stadt Wuhan hat uns erneut eine Tour gegeben, heute in das Leishanshan-Hospital, eines der beiden großen Notfallhospitäler, das Ende Januar am Höhepunkt der Krise hier gebaut wurde. Das Leishanshan-Krankenhaus entstand innerhalb von 10 Tagen, behandelte 2000 Patienten mit 15 Teams aus 9 chinesischen Provinzen. Jetzt, 2 Monate später, sind nur noch 15 Patienten übrig. Diese Zahlen, die könnte man alle bezweifeln, wenn man sie nicht sehen könnte. Aber wir sind in das Hospital jetzt hineingegangen. Wir haben uns das angeschaut. Für dieses Hospital hier an dem heutigen Tag kann man sicher sagen, dass diese Angaben richtig sind. Der Besuch ist natürlich inszeniert und choreografiert, aber er ist in sich selber unglaublich interessant gewesen. Nach Monaten voller Hektik und Chaos bleibt nun vor allem eine irritierende Ruhe. Die Atmosphäre hier drin ist bedrückend, auch belastend, aber auf eine Weise natürlich auch erleichternd, denn die Patienten sind raus, die Betten sind weg. Man sieht hier diese Fertigteile, wie man hier sieht, das Material wurde innerhalb kürzester Zeit hierher gebracht. Man hat Sachen zusammengebaut, man hat Klimaanlagen, Heizungen natürlich auch angebracht, weil es ja kalt war, das war Ende Januar hier. Inzwischen sind die Teams raus, die meisten medizinischen Teams, die aus den anderen Provinzen gekommen sind, sind zurückgekehrt und sie haben hier an den Wänden, an diesen Paneelen Zeichnungen hinterlassen, Gemälde, Graffiti, in denen sie ihren Ambitionen, aber auch ihren Ängsten Ausdruck verliehen haben. Es fühlt sich an wie ein leerer Flugzeugträger von innen, wie ein Gerippe von etwas, das inzwischen aufgelöst ist. Das Hospital wird aber nicht aufgelöst, es wird jetzt ganz endgültig desinfiziert ab dem 15. April und das Hospital wird in diesem Jahr definitiv noch nicht zusammengebaut, haben wir gerade von dem Chef des Hospitals, Professor Dr. Wang, gelernt. Zum Teil hängen hier Plakate an den Wänden, zum Teil einfache Graffiti, lustige kleine Bilder. Aber wie man hier zum Beispiel sieht, auch patriotische Dokumente, die ein bisschen daran erinnern, wie in einer Kaserne quasi, das militärische Element in diesem Kampf gegen diesen Virus auch hervorgehoben wird. Das sehe ich hier gerade mit Interesse. Das ist Staatschef Xi Jinping offensichtlich, dargestellt in einer Art Mao-Aufzug. Das ist dieser typische Mao Zedong-Anzug. Also man sieht natürlich die Propagandabemühung, die hier vorhanden ist. Auch ein Motiv, wie man es sehr oft findet, also der Arzt, die Pflegerin mit dem Schutzschild. Das ist ein Motiv, das sich in ganz vielen Darstellungen auch außerhalb des Hotels, außerhalb des Hospitals zu sehen ist. Auch die gereckte Faust, die immer wieder gezeigt wird, das ist entspricht dieser Idee des Volkskrieges gegen das Virus, das Xi Jinping im Februar ausgerufen hat. Einige Zimmer sind noch verriegelt, sie wurden noch nicht desinfiziert. Und viele Flächen sind ungenutzt oder dienen als Lagerstätte. Das Leishanshan-Krankenhaus ist ein funktionstüchtiges Hospital, mittlerweile aber ohne Funktion. Hier sind wir im Zentrum, hier stehen Rettungswagen, all diese riesigen Ressourcen sind da, Lagerhäuser voll von Medikamenten, Lagerhäuser voll von sozusagen Tropfmaschinen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Hier sind die Dormitories, also die Schlafräume des Personals. Das Personal, man spürt es ihm an, ist beruhigt. Die haben sehr harte 8 bis 10 Wochen hinter sich, je nachdem. Die Erkenntnisse aus diesen Wochen geben die chinesischen Ärzte weiter. Dr. Wang Xingwan, der Direktor des Leishanshan-Krankenhauses, sagt, er sei in ständigem Kontakt mit Kollegen in New York. Denn anders als in Wuhan haben andere Städte auf der Welt das Schlimmste wohl noch vor sich.